Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen, liebes Internet, hier live aus der Geschäftsstelle der Volksbank Stade Cuxhaven in Stade. Heute zur Gruppenauslosung der Stader Stadtmeisterschaft. Bei mir ist Volker Schulz, der Cheforganisator der Stadtmeisterschaft, und gleich mal die erste Frage an dich, Volker. Was hat dich dazu bewegt, nach 25 Jahren mal wieder eine Stadtmeisterschaft zu organisieren? Ja, das sind eigentlich die 25 Jahre, das war schon so. Als ich noch jünger war, da habe ich diese Stadtmeisterschaft natürlich regelmäßig besucht als Zuschauer, und ich habe mir gedacht, Winterzeit, Hallenzeit im Landkreis, in Stade, in jeder Halle, die es irgendwo möglich macht, wird Hallenfußball gespielt, auch in Stade. Die Zuschauerzahlen waren eher rückläufig und ich dachte mir, wie kann man das ändern? Dann fiel mir die Stadtmeisterschaft ein, was brauche ich? Wir haben mittlerweile 8 fußballspielende Vereine hier in Stade. Die habe ich gefragt, die waren begeistert und wollten machen, und so wurde die Stader Stadtmeisterschaft geboren. Sehr gut. Und zur Gruppenauslosung sind wir heute hier. Das machen natürlich nicht wir beide, sondern haben uns eine Glücksfee eingeladen. Meine Kollegin Daniela Schumacher. Daniela, komm mal einmal zu uns in die Mitte. Das, liebes Internet, ist Daniela. Daniela wird gleich die Lose aus diesem Pott ziehen. Wir haben, Volker hat schon gesagt, 8 Mannschaften. Wir werden 8 Mannschaften, 8 Kugeln hintereinander ziehen. Wir fangen an mit Gruppe A. Die zweite Kugel ist dann für Gruppe B. Und so geht es im stetigen Wechsel, bis wir jeweils 4 Mannschaften gezogen haben. Und ich würde sagen, Daniela, fang doch erstmal an mit der ersten Kugel. Genau, die nehme ich. Und gleich das erste Los geht an den Post-SV Stade. Also Gruppe A, erste Mannschaft, Post-SV Stade. Sehr gut, gleich hinten dran die nächste Kugel. Jetzt für die Gruppe B. TuS Güldenstern Stade. TuS Güldenstern Stade als Gruppenkopf der Gruppe B. Sehr gut, gleich nochmal einmal mischen. Genau. Ich halte mal ein bisschen fest. SV Agathenburg Dollern. Mit Post SV in einer Gruppe. Ja, das sind schon mal schöne Spiele. TSV Wiepenkarten. TSV Wiepenkarten, die zweite Mannschaft für Gruppe B, zusammen mit dem TuS Güldenstern Stade. Und weiter geht's. Hälfte haben wir rum. VfL Stade, erste Herren, geht in die Gruppe A zusammen mit dem Post-SV Stade und Agathenburg Dollern. Ja, und ruhig nochmal mischen, genau. Dritte Mannschaft für die Gruppe B ist der SSV Hagen. Ja, gucken wir mal. Zwei bleiben noch. TUSV Bützfleth geht als vierte Mannschaft in die Gruppe A zu Post-SV Stade, Agathenburg Dollern und dem VfL. So, und wenn wir jetzt richtig alles richtig gemacht haben, ist nur eine Mannschaft über. Wir haben alles richtig gemacht. Die JLV Stade U18, U19 gemixt. Das JLV kommt in die Gruppe B zu Güldenstern Stade, TSV Wiepenkarten und SSV Hagen. Daniela, vielen Dank. Volker, wir haben es geschafft, Gruppenauslosung zur Stadtmeisterschaft. Ja. Dein Fazit? Mein Fazit.
Ich denke, es sind interessante Paarungen dabei. Die Gruppen sind beide sehr recht ausgewogen. Auch in der Halle gibt es eigene Gesetze. Ich will nicht unbedingt sagen oder von irgendeinem Favoriten sprechen. Ich denke, für jeden Fan ist was dabei und jeder kann seiner Mannschaft die Daumen drücken. Das ist auch ein gutes Schlusswort. Wir fassen nochmal zusammen. In Gruppe A spielen am Samstag, 23. Januar, sprich jetzt am kommenden Samstag, der Post-SV Stade, SV Agathenburg-Dollern, der VfL Stade und der TUSV Bützfleth. Und in Gruppe B in der Vorrunde der TuS Güldenstern Stade, TSV Wiepenkarten, SSV Hagen und die JFV Stade. Wie gesagt, am Samstag, Beginn ist 12.30 Uhr, ertönt der erste Anpfiff. Einlass ist bereits ab 12 Uhr, Siegerehrung ungefähr, wenn alles durchgeht, ab 18 Uhr. Bleibt uns nur zu sagen, viel Erfolg allen Teams. Wir hoffen, eine hohe Zuschauerzahl am Samstag begrüßen zu dürfen. Und jetzt noch einen schönen Abend und wir sagen einfach Tschüss und bis Samstag.